Hallo ihr Lieben, hier bin ich mal wieder, weil ich jetzt endlich unser Brot ganz fertig habe. Die Agripalma heißt sie auch, oder auch Herzgespann, der sibirische Herzgespann. Das ist ja normal ursprünglich aus China, die Mongolien, Russland, dann über Deutschland, dann kam es bis nach Mexiko und jetzt ist es auch hier in Paraguay. Diese Pflanze ist wirklich toll. Also was die alles kann, das ist wirklich unglaublich. Vor allem für Gesundheit ist sie also speziell, ist schon bekannt seit 3000 Jahren. Aber es ganz speziell hilft es also für Herzprobleme. Wurde dann also vor allem, dass der auch alle, was ums Herz rum ist, die ganzen Probleme, stimuliert auch Beispiel die Utero, also Gebärmutter nach der Geburt. Hilft auch die ganzen Probleme mit der Menstruation, mit der Geburt selbst. Im 15. Jahrhundert wurde sie sogar hervorgehoben, dass es eine magische Pflanze wäre, die sogar Schutz gegen alle schlechten Geister geben sollte. Also. Und auf der anderen Seite, auch von den Griechen, wurde sie benutzt gegen Depression und wenn das Herz, also bei Herz, wenn das Herz zu schnell schlägt, sagen wir mal so, Palpitation, Tachykardie. Der britische Astrologe und Botaniker und Arzt Nicholas Culpepper hat die Agripalma sogar dafür gemeint, dass sie also gegen die ganze Traurigkeit hilft und dass sie die Melancholie vom Herzen wegnimmt. Und vor allen Dingen ist die Agripalma halt auch bekannt als gegen Durchfall, gegen, wie heißt so schön, Koliken, auch gegen Entzündungen, beruhigend, heilende Wirkung, verdauend fördern. Hilft auch bei alles, was mit Hypnotisieren ein bisschen, Durchfall, beruhigend, hilft auch zu schwitzen und zu kräftigen. Und vor allem wird es auch fürs Asthma benutzt, kontrolliert die Nerven, die Nierensteine, kontrolliert auch den Blutdruck, die Schilddrüsen. Und vor allem die Frauenärzte haben sie also damals stark auch empfohlen, diese Pflanze. Also alles, was mit dem Herz zusammenhängt und auch mit der Schilddrüse, wird ganz stark dieses Herzgespann empfohlen. Und auf jeden Fall auch für die Tiere, dass sie mehr Milch haben, wenn sie, also nach der Geburt, dass die Tiere auch mehr Milch bekommen. Und dann ist es auch noch dazu natürlich auch eine schöne Pflanze. Die schaut sehr schön aus. Man kann sie auch ein bisschen hernehmen, die Blüten beim Essen dabei. Also wirklich ganz, ganz toll. Also liebe Leute, probiert sie es. Ist eine spezielle Pflanze, ist natürlich auch weitaus reduzierter und ist deswegen auch ein bisschen teurer. Also macht es gut, alles Liebe, Servus, ciao.